Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, die Maybrit Illner Sendung von gestern, in der Alexander Gauland zu Gast war, kurz zu analysieren. Was war das Ziel dieser Sendung? Die AfD wurde stigmatisiert. Die eigentliche Botschaft war, die AfD ist rechtsradikal. Dies wurde immer und immer wieder wiederholt. Den Bürgern soll so schmackhaft gemacht werden und sie sollen daran gewöhnt werden, dass die AfD immer mehr benachteiligt wird. Also die jetzigen Benachteiligungen sollen dadurch rechtfertigt werden und zukünftige schlimmere Benachteiligungen, daran sollen die Leute gewöhnt werden. Der Vorwurf des Rechtsradikalismus, der wird mit einer Selbstverständlichkeit immer wieder vorgetragen, obwohl es dafür keine ausgewogenen Anhaltspunkte gibt. Oder es gibt Anhaltspunkte, die immer wieder wiederholt werden, die aber bei näherer Betrachtung nicht stichhaltig sind. Und bei der Gesamtbetrachtung ist die Argumentation unausgewogen. Dies wird verdeckt, indem einfach immer eine Wiederholung erfolgt. Mit einer großen Selbstverständlichkeit wird diese Wiederholung immer wieder ausgesprochen. Es soll den Leuten dadurch so selbstverständlich erscheinen, dass sie gar nicht mehr nachfragen. Dass es eine Sache ist, über die man gar nicht mehr nachdenken braucht, die man gar nicht mehr überprüfen muss. Die Leute sollen so von der AfD abgewöhnt werden, dass sie gar nicht mehr sie sehen wollen. Dass es für sie gar keine Frage mehr ist, ob sie rechtsradikal ist, sondern dass sie angewidert sich abwenden und eben keinen Kontakt suchen. Das ist das Ziel. Gauland hat dem Faschismusvorwurf einmal energisch widersprochen. Entschuldigung, was auch nicht geht, Frau Illner, das kann ich hier nicht stehen lassen, dass wir Faschisten sind. Das haben Sie ich nicht habe gesagt, Hörke, das haben Sie so gesagt. Nein, ja, Sie wir wissen, reden, wie die Meinungsfreiheit ist, aber es ist Unsinn, dass Herr Höcke ein Faschist ist. Also wir sind Herrn bei Höcke meiner noch Frage. Eine Sache, wenn Herr Gauland Herrn Höcke so verteidigt. Ich verteidige Sie, ihn gar nicht. Sie ich sage nur, Faschismus ist etwas, was in Deutschland Gott sei Dank verboten ist. Mhm. Und wenn Herr Höcke ein Faschist wäre, würde er nicht in einem Thüringer Landtag sitzen. Mhm. Und deswegen ist das Unsinn, was hier gesagt was wird. Sie aber, auch aber er hat das nur einmal getan. Er muss das viel öfter tun und er muss die Leute unterbrechen, wann immer sie diesen Vorwurf vorbringen. Er darf dieses Framing nicht zulassen und er muss argumentativ mehr mit der Ausgewogenheit dagegenhalten und vor allen Dingen auch auf die undemokratische Verhaltensweise der anderen Parteien aufmerksam machen. Also sich gar nicht so sehr mit Verteidigung abgeben nur, sondern diesen Populismusvorwurf und alle undemokratischen Dinge oder jetzt diese Beschimpfung der AfD für das Wahlverhalten, das muss er beleuchten. Gauland hat das getan, zum Teil, aber er war meiner Meinung nach zu ruhig. Er hat auch inhaltlich zu wenig Gegenwehr gegeben. Also er hat zwar gesagt, es ist falsch und Höcke ist kein Faschist, aber es geht ja nicht darum, natürlich mögen wir Gauland und wir möchten, dass er Erfolg hat, aber man muss den klaren Blick dafür haben, dass er hier inhaltlich energischer Widerstand leisten muss. Die anderen probieren, einen negativen Frame zu belegen mit großer Macht, mit großer Wiederholung. Natürlich ist er 1-6, er hat nicht unbegrenzt, er kann nur begrenzt viel erreichen. Aber er kann unterbrechen, er kann seinen Redebeitrag so setzen, wie er es will. Und er kann sich auch vorbereiten. Und er muss sich dahingehend vorbereiten. Die anderen werden das nie von sich aus sagen. Es ist seine Aufgabe, das auf den Tisch zu bringen, wie die anderen sich fehlverhalten, wie die anderen sich falsch verhalten, wie sie sich undemokratisch verhalten. Er muss darauf hinweisen, wie es im Bundestag zugeht. Die anderen werden das nie machen für ihn. Illner wird nie danach fragen. Niemand bei den Öffentlich-Rechtlichen wird danach fragen. Er muss das selbstständig auf den Tisch bringen. Er hat jetzt die Chance, die Bürger zu erreichen. Und diese Chance muss er nutzen, so wie er es will. Und er darf sich nicht damit begnügen, einfach irgendwelche Fragen zu beantworten und dann zu sagen, ja, das ist dann okay und das reicht dann und das ist ja eh alles Quatsch. Die Öffentlich-Rechtlichen sind immer noch ernst zu nehmen. Viele Leute beziehen nur die Öffentlich-Rechtlichen. Er muss sich genau überlegen, wie er jede Sendeminute nutzt. Sie müssen auch nach Wahlen, sie sind ja eigentlich fast nur noch nach Wahlen im Fernsehen oder jetzt
in einer Runde mit 7 Leuten, also wo er wenig Redezeit hat. Er wurde ja auch nur eingeladen, um zu verheimlichen, wie stark die AfD ausgegrenzt wird. Um eben das Bild zu erzeugen, ja, sieht doch her, ist doch alles in Ordnung, wir laden auch die AfD ein. Ist doch alles bestens. Die AfD-Leute müssen sich genau überlegen, wie nutzen sie jede Minute, welche Botschaft wollen sie bringen. Und sie müssen vor allen Dingen ein Gegenframing setzen. Wie gesagt, die Altparteien, die anderen werden das negative Scheinwerferlicht nicht von alleine auf sich selbst richten. Das muss die AfD machen. Und da ist die AfD zu selbstgefällig und zu passiv. Sie denken, es ist ein Selbstläufer, die Leute kommen so oder so. Spielt gar keine Rolle, so eine Talksendung. Es spielt sehr wohl eine Rolle. Und Gauland ist natürlich leicht gesagt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da abschneiden würde in so einer Sendung. Gauland mal hat eine gute, ruhige Ausstrahlung. Das ist schon sehr viel wert. Aber meiner Meinung nach nehmen Sie die Sache, auch diese Diffamierung, diese Hetze, das nehmen Sie nicht ernst genug. Das ist nazihaft, das ist wie im Dritten Reich, wie Sie es mit den Juden gemacht haben, diese Entmenschlichung. Und ich habe das Gefühl, bei der AfD, sie denken, das ist irgendein strategisches Zeug, das die anderen halt machen, das gehört zum Politikbetrieb dazu. Und sie nehmen das nicht ernst. Und die Lage ist aber extrem ernst. Und das erscheint Gauland, man merkt es auch, es erscheint ihm absurd. Und dann redet er am Ende so, ja, so reden halt die Linken. Ich finde es ein bisschen befremdlich, jetzt ehrlich gesagt, wenn hier versuchen, jetzt die Brandstifter von gestern so ein bisschen die Feuerwehr zu spielen und jetzt zu sagen, jetzt müssen sich die Vernünftigen zusammensetzen und damit die Parteien meinen, die dieses Schlamassel gestern angerichtet haben. Ich verbitte also deswegen, mir, dass Sie mir unterstellen, ich wäre ein Brandstifter. Das ist sowas von daneben. Ich habe gesagt, die Partei. Nein. Und das ist aber der normale Umgangston der Linken. Naja, dass gestern dieses Schlamassel angerichtet wurde, das wir jetzt haben von CDU und FDP, das ist ja wohl zweifelsohne so. Und dass heute mehrfach die Rede davon war, dass man damit die FDP brennt und solche Dinge die Rede war. Das ist ja nur offensichtlich. Und jetzt aber das ist der blanke Ernst. Und alles machen die Altparteien daran fest, dass sie die AfD als Nazis stigmatisieren. Und am besten ist es effektives Gegenframing. Sie trauen sich nur so weit vor, wie sie können. Wie es vermittelbar ist den Leuten. Und Gauland und die AfD müssen dafür sorgen, dass die anderen das nicht vermitteln können, die AfD auszusperren. Aber dafür ist Gauland auch verantwortlich. In den wenigen Minuten, in denen er ins Fernsehen ist, müssen die AfDler mehr bringen als bisher. Also natürlich mag ich Gauland aber ein bisschen. Ich fand es wichtig, dass er Höcke gesagt hat, dass er kein Faschist ist, und das war sehr gut. Aber ich hätte mir noch mehr gewünscht von Gauland. Und es ist noch mehr Energie notwendig, meiner Meinung nach, um die Sache zu drehen. Da muss noch mehr kommen. Und Sie müssen den Ernst der Lage bei der AfD, haben Sie den noch nicht verstanden, denke ich, so richtig. Viele. Auch Gauland nicht. Und es war auch ein Riesenfehler von Gauland, dass er Kemmerich als bürgerlich bezeichnet. Kemmerich ist ein charakterloser, widerlicher Typ. Meiner Meinung nach kein Demokrat, das ist kein bürgerlicher Mensch. Diese Leute, die in den Altparteien oben sind, das sind alles keine bürgerlichen Menschen. Gauland darf ihnen nicht das Privileg einräumen. Wenn er sie bürgerlich nennt, dann wertet er sie auf. Er muss sie nicht aufwerten. Er muss die unschöne Lage betrachten, wie sie ist, und sie dann auch so benennen. Und das sind alle keine Demokraten. Und das muss er dann auch sagen, dass die anderen keine Demokraten sind. Das vermisse ich. Er sagt nicht, dass die anderen... Er müsste auch sagen, dass die anderen Nazis sind. Weil es sind Nazis. Und das wirkt dann irgendwie so ein bisschen lasch. So, oh ja, ach... Die machen halt irgendwie so ein bisschen, aber es ist alles normal. Es ist gar nichts normal. Wir leben in einer irren Zeit, in einer gefährlichen Zeit. Die anderen sind Nazis. Und Gauland muss das so benennen. Aber er fällt eben auch vielleicht auf diese Propagandamethode rein, dieser Vorwurfsverbrauch. Indem die anderen die AfD als Nazis beschimpfen, was nicht richtig ist, ist der Vorwurf verbraucht. Und dann kommt sich Gauland blöd vor, die anderen Nazis zu nennen, obwohl sie es sind. Weil der Vorwurf irgendwie verbraucht ist. Und diese Propaganda wirkt bei den Leuten, aber auch bei Gauland selbst. Und dann sozusagen fällt ihm nichts mehr ein irgendwie, was er dazu sagen kann. Anscheinend. Oder er denkt, es ist dann alles irgendwie Quatsch. Man darf sich davon nicht abhalten lassen von seinem... Man muss sein Urteil neutral fällen. Was machen die anderen? Dieses Urteil, das muss man logisch analysieren. Zu dem Schluss kommen. Die wissen, was sie tun. Und wenn sie wissen, was sie tun, sind die Nazis, dann muss man es sagen.
und nicht einfach gar nichts sagen. Wenn man die anderen bürgerlich nennt, legitimiert man sie als Demokraten. Und Gauland macht sich damit unbewusst zum Helfershelfer der Altparteien und der Mainstream-Medien, indem er ihnen sowas einräumt, indem er sie bürgerlich nennt. Die anderen definieren die AfD unaufhörlich als Nazis. Sie räumen ihnen kein bisschen was ein. Gar nicht. Sie behandeln sie wie den letzten Abschaum. Und das ist eine Entmenschlichung. Und wieso räumt dann Gauland den anderen irgendwas ein, wie Bürgerlichkeit, wo sie es doch gar nicht sind? Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und wie ihr die Sendung erlebt habt. Macht's gut.